Willkommen zu diesem Let's Play, ich bin euer Crumb und zwar spielen wir heute Rome Total War. Das Spiel ist schon etwas älter, aber es ist eins meiner Lieblingsspiele und ich habe gedacht, ja, spielen wir es mal. Ich habe es auch neu gespielt. Ich spiele mal die imperiale Kampagne und zwar 19. Deshalb haben wir nur drei Seiten, wenn man eine dieser Seiten durchgespielt hat. Und zwar die lange Kampagne, das man unterscheidet zwischen kurzer und langer Kampagne. Dann kann man alle Völker haben und zwar werden wir jetzt aber erstmal wenige, kein Berater. Wir werden die Sachen mal auf leichte Schwierigkeit machen, auch wenn ich eigentlich das schon auf schwerer Schwierigkeit durchgespielt habe. Ist glaube ich sehr gut. Wir machen Key-Charaktere verfolgen und wir machen die kurze Kampagne. Das sind nur 15 Provinzen, die wir jetzt ausnehmen und einnehmen müssen. Also wir müssen 15 Provinzen einnehmen, also 15 Städte. Und damit mit jeder Stadt ist eine Provinz, also ein Bereich auf der Karte verbunden, auf der Karte hier. Und wir müssen die Gallier überleben, das heißt, wir müssen sie, glaube ich, besiegen. Ich habe hier noch einen kleinen Text, den lese ich euch auch vor. Untertitel sind aktiviert, ich glaube, das ist alles so gut. Also, das Haus der Julia, 270 vor Christus. In Rom sind die Traditionen und Geschichte von großer Bedeutung. Kein Bock. Ich habe ja durchgescrollt, hättet ihr euch angucken können. Götter, ich hasse die Gallier. Schon mein Großvater hasste sie, noch bevor sie ihm die Augen ausstachen. Glaubt ihr wirklich, ich wäre hier draußen an der Grenze ohne einen guten Grund? Jawohl, Rom braucht eine starke Grenze. Nein, Rom braucht keine ungewaschenen Barbaren vor seinen Toren. Und deshalb bin ich hier, der Anführer der Julier, um den stinkenden Galliern die römische Ordnung zu bringen. Die Rache ist auch ein Grund. Dieser Krieg gegen die Gallier ist nicht von großer Dauer. Ist er geschlagen, habe ich meine Pläne. Es dreht sich nur um Macht. Macht in Rom. Wenn ich diesen Weg einschlage, muss ich mich um alle meine Rivalen kümmern. Den Senat, die Griechen, diese Elefantenreiter aus Karthago. Und auch die Familien der Skipionen und Bruten. Am Ende regiert der Mann, der Rom kontrolliert, die ganze Welt. Deines Tages bin ich der Kaiser. Yep. Ich bin der Kaiser. Ich werde der Kaiser sein. Sommer 270 vor Christus. Dem einen ist ein ruhmreicher Tod beschieden, der für sein Land fällt. Nee. Dem ist ein ruhmreicher Tod beschieden, der für sein Land fällt. Zitat von unserem Homer. Wir müssen eine Siedlung besetzen, und zwar müssen wir Segesta besetzen. Das machen wir doch mal. Segesta ist hier. Wir haben hier ein paar Armeen. Ja. Kann auch ranzoomen. Okay, Grafiktechnik. Ist es nicht mehr ganz auf dem Höhepunkt, aber ich hoffe mal, das ist jetzt nicht gerade so schlimm. Wir haben hier Bogenschützen und da haben wir Speerwerfer. Wir nehmen mal unseren Flavius Julius. Und zwar werden wir den ein bisschen bewegen. Den bewegen wir mal nach da. Als Wachposten sozusagen. Und den werden wir mal angreifen lassen. Wir können direkt angreifen. Das ist auch der Haupt. Teil davon und wir werden mal die Schlacht selber austragen, denn ihr wollt ja bestimmt noch mal sehen, was dieses Spiel zu bieten hat. Und es gibt nicht nur diese Übersicht, wo man in der Kampagne seine Armeen steuern kann, sondern es gibt ja auch das, was ich so cool finde an dem Spiel, dass man seine, ja, die Armee selber steuern kann, die, und ich finde das so gut, dass das so taktisch aufgesplittet ist, dass man genau einstellen kann, wie die Truppen stehen können. Aber so, Positionierung starten. Das sind unsere Truppen und dieser rote Rahmenbereich hier, da können wir unsere Truppen bewegen. Ich glaube, mit den Pfeiltasten können wir uns auch hier drin so bewegen. Hier haben wir auch irgendwie Stonehenge oder so. Oder eine Art von Stonehenge, da können wir... Kreis. Das ist ein Kreis. Sehe ich. Wir werden aber unsere Truppen bewegen. Und zwar werden wir als erstes
da haben wir Triaria. Das sind Speerträger. Und wir können uns mit, sogar mit rechter Maustaste, können wir unsere Truppen auch einstellen, wie sie stehen sollen. So, wir werden die mal so hinbestellen. So, haben wir Stati. Das sind so Vorgänger-Legionäre, die werden wir mal so hinstellen. Und dahinter kommen die Bogenschützen. So. Ich habe ja schon gesagt, dass ich das Spiel schon etwas gespielt habe und deshalb weiß ich, kenne ich auch so ein paar kleine Kniffe. Und so werden wir jetzt versuchen, mit der Armee so reinzureiten, also ja, nicht reinzureiten, reinzugehen und setze die Stelle mal so hin. Dann markieren wir mal kurz alle und werden dieses Bewachen-Modus aktivieren. Das ist, dass die meine Befehle besser verfolgen, dass die am Standort bleiben. Und zwar werden wir versuchen, mit dieser Armee hier, also mit unserer Kleinen hier, da rein zu marschieren, da die Schlacht auszutragen. Und sobald die sich in unsere Richtung bewegen, werden wir mit den Reitern reinreiten und ja, besiegen. Was ich aber nochmal gucken muss, ist Folgendes. Ich weiß nicht, ob ich das eingestellt habe. Nein. Spieloptionen. Und zwar brauche ich die Kamera, die soll nicht eingeschränkt werden. Ich möchte nämlich gerne, wenn das geht. Hallo. Spieloptionen. Kamera. Veränderungen behalten. Können wir uns dann nämlich auch angucken, wie das ist. Weißt du, dann werden wir hier reinrennen. Die werden sich hier um den Mittelpunkt positionieren und nach hier rein gehen und dann werden wir mit den mit unserem General dazu stoßen. Trotzdem muss ich noch kurz ein paar Sachen hier machen, einstellen. Wir haben alle unterschiedliche Funktionen, die können ohne Befehl. Das heißt, sobald der Gegner in Reichweite ist, werden die ihre Speere werfen. Die werden ihn auch, aber ich werde sie den Plänkel-Modus aktivieren. Der Plänkel-Modus ist, dass die immer einen gewissen Abstand einhalten. Da haben wir den und jetzt können wir auch die Schlacht starten, glaube ich. Wir werden mal gucken, wie die sich formieren. Jetzt habe ich noch einen Fehler gemacht, fällt mir gerade auf. Nee. Nein, 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 nein. Und zwar werden wir jetzt... Hallo, was macht ihr da? Was macht ihr da? Warte kurz. Stopp, halt, 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 halt. Ihr ungehorsamen Soldaten. Bewegung. Hallo. Hier, hin. Nein, stopp, nein, 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 ihr nicht, ihr nicht. Oh Gott, ey. Was ist denn heute los? Okay, ich werde das jetzt nochmal neu machen. Super, das hat jetzt echt gut geklappt. Die... Sag mal, warum muss die jetzt alle drei auswählen? Ey, ist das nicht wahr? Die beiden. Warum wählt die jetzt immer noch die aus? Gott, ey. Mann, stellt euch einfach hin und ihr rennt, bitte. Und ihr stellt euch bitte so hin, dass ihr eine dünne Mauer seid. So, und zwar werden wir die, sobald die in die Reihen einbrechen, langsamer gehen lassen, dann formieren die sich auch besser. Es war jetzt echt doof, was ich gemacht habe, aber ich hoffe mal, es geht. Denn als Haufen die reinrennen zu lassen, ist immer das Dümmste, was man machen kann. Erwarte Befehle. So. Und jetzt marschiert die bitte. Marschiert ihr bitte hier. Langsam. Wir gehen zu unserem General. Und zwar lassen wir den auch vorrücken bis hier. Abrücken! Wir gehen wieder zu unseren Triarian, also nach Speerträgern. Wenn ihr die Schlachten größer haben wollt, ich kann auch die Einheitenstufe Anzahl erhöhen, dann sind alle Einheiten größer. Und wie wir sehen, haben die jetzt, ich glaube ich, auch geschlossen, die Reihen. Nee, sobald der Feind nämlich in Reichweite kommt, schließen die Reihen. Also schließen die Schilde. Also die Triaria und auch die Astati. Ich habe auch so einen Kurzbefehl, dann hingen wir immer so hinter den Menschen her. Gucken wir uns doch mal die Gegner an. Das ist, glaube ich, auch mal eine...
Wir haben hier Rebellen. Oh Gott. Sie sind schwach. Haben sie irgendwelche? Wir können natürlich auch angreifen lassen. Aber was wir jetzt wollen, ist Folgendes. Wenn unsere Truppe jetzt so, wie sie ist, sie hochmarschieren lassen. Und zwar müssen wir innerhalb von 41 Minuten gewinnen. Ansonsten, ich kann die jetzt auch mal schnell laufen lassen. Einfach drauf. Also. Tipp, 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 tipp. Und ab hier machen wir wieder normale Geschwindigkeit. Wenn diese Minuten hier 40 Minuten zu Ende sind, dann haben wir verloren, weil wir angegriffen haben. Aber das wollen wir natürlich nicht. Wir werden jetzt unsere Truppen jetzt, die sich jetzt hier gleich formieren werden. Hallo, ihr seid nicht so dicht gedrängt. Was macht ihr denn da? Warum bewegen sich denn die Bogenschützen das einzige nach fort? Nee, okay, warte kurz. Wir werden uns mal wieder neu formieren müssen. Vorwärts! Aufs Schnellste! Abrücken! Sie greifen uns an! Hastati! Und dann nochmal die Hastati formieren. Denn die müssen jetzt jeden Angriff zurückschlagen. Die gehen auf lockere Formation, das ist, dass die Pfeile nicht mehr so gut treffen. Ist ja verständlich. In einen dünnen Haufen schießt sich besser so. Die haben die Reihen geschlossen. Und jetzt werden die auch so die werfen und so meine Hastati. So. Dieses Plänkeln ist eigentlich nur Gegner schwächen. Wir können natürlich auch reinrennen, aber wir wollen ja unsere Verluste so niedrig halten wie möglich. Bis jetzt haben wir noch keinen Mann verloren. Mal gucken, ob wir es schaffen, dass wir überhaupt keinen Mann verlieren. Wir haben hier nur Bauern und da hinten, was sind das? Sind das? Ach, die gucken in Richtung. Nee, gucken die nicht. Da ist unser General. Wir können dann natürlich mit dem General rein. Aber was, glaube ich, nicht so schlau ist. So, jetzt werden wir mit unserem Hastati. Triaria. Standhalten. Das sind dann unsere Hastate, die jetzt mal wieder werfen. Und zwar zwingen wir sie zum Angriff, was sehr gut ist. Denn mit der Taktik, die wir machen, hat derjenige, der wartet, immer die bessere Chance. So, jetzt sind es nur unsere. Die fliehen und sobald die im Stadtzentrum angekommen sind, dann rücken die wieder nach. Wir haben einen Mann verloren, super. Das war jetzt echt doof. Ich glaube, der Eckmann ist es. Wo ist denn der? Da ist er. Ich will aber keine Männer verlieren. Haha, das ist doof. Und zwar werden wir jetzt... Okay, ich warte noch, bis die... Wenn die, sobald die... Nein, die... Wir rücken jetzt langsam vor. Ach, scheiß drauf. Und die holen wir jetzt uns mit dem General. Solange unsere Triaria vorne sind, haben die keine Chance. Hinterher, hinterher, hinterher. Ihr Bogenschützen immer schon drauf. Jetzt müssen wir die aufreiben. Oh Gott, pass auf. Stopp, 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 halt. Von mir. Okay, doch, jetzt. Ich muss kurz auf meine Triaria wieder wechseln, weil solange die da alleine sind... Also theoretisch ist es möglich, mit jeder Armee, also auch mit einer Bauernarmee kannst du unsere kleine Truppe schlagen. Da sind unser... Der General soll da jetzt reinreiten. Jetzt machen wir den nochmal Schiss. So, und zwar möchte ich, dass meine Triaria... Nee, warte, ich brauche den hintersten Trupp. Also sind alle verteilt da drin. Ich habe das auch schon mal besser hingekriegt. Ich hätte, glaube ich, noch eine andere Taktik verfahren sollen. Ich hätte die einkreisen sollen. Also richtig einkreisen sollen. Die Triaria sind am wertvollsten, weil die können wir noch nicht rekrutieren. Darum ziehe ich die jetzt auch mal hier zurück. Lob sei den Göttern. Sie haben die Herzen unserer Feinde mit Furcht erfüllt, sodass sie fliehen.
So, jetzt konnten wir gerade auswählen, ob wir Schlacht beenden, dann hätten wir die fliehen lassen können oder wir metzen sie nieder. Das wollen wir natürlich nicht, weil die solche Armeen können sich neu formieren. Okay, bei der Armee jetzt nicht, aber... ihr sollt kämpfen gegen den hier. Jetzt haben wir nochmal eine Meldung. Rom verlangt von Feldherren Siege. Und dieser Tag ist für uns ein klarer Sieg. Ich will mal kurz den General. Tada! Wir haben gewonnen. Wir haben 6 Männer verloren. Das ist schlecht. Aber egal, wir können die auch wieder... Wir können uns auch eine Wiederholung, glaube ich, speichern. Aber wir machen das noch fortsetzen. Jetzt gehört die Schlacht uns und jetzt können wir wieder auswählen. Oh Gott. Bin schon über der Zeit, die ich eigentlich aufnehmen wollte pro Folge. So. So. Wir können jetzt die Siedlung besetzen. Die Bevölkerung versklaven. Oder die Bevölkerung außerdem. Wir werden die Siedlung besetzen. Erstmal. Weil das erstmal sehr leicht ist. Wir haben jetzt 5000 Dinaren gekriegt. Gefolge vergrößert sich. Ein altgedenter das sind so Gefolge Sachen. Die werden unserem kleinen Typi hier, Flavius Julius, helfen. Wir ziehen jetzt erstmal diese Truppen ab. Obwohl, warte mal, wir können noch was nachgucken. Wir können bauen einen Statthaltersitz. Den bauen wir auch direkt mal. Wir müssen doch immer auf unsere Finanzen achten. Ist auch sehr wichtig. Und zwar werden wir jetzt aber hier mal die Armee verkleinern. Denn die sind sehr wichtig. Darum werden wir die erstmal hier hinziehen. So, die stehen da jetzt. Hier haben wir einen Diplomaten und einen Attentäter, damit können wir noch Sachen umbringen. Unser nächstes Ziel wird, glaube ich, Patavium sein. Und ihr seht hier auf der Karte, erweitert sich auch langsam aber sicher unsere Einflussbereich. Wir haben jetzt Liguria. Entschuldigung. Im Besitz und ja, das war dann auch die erste Folge für. Das war die erste Folge. Ich muss das irgendwann mal hinkriegen. Ich krieg nie hin, irgendwie so ein Video richtig zum Abschluss zu kriegen. Aber egal, das war die erste Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Play Rome Total War. Dann das nächste Mal wird es, glaube ich, um die Schlacht um Patavium gehen oder um eine andere Stadt. Das war die Schlacht um Segesta. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao.